Was manche von euch vielleicht noch nicht wissen, ist, dass ich neben all unseren anderen Aktivitäten auch noch als Reittherapeutin mit unseren Pferden tätig bin. Dabei handelt es sich um eine Art Reitstunde, in der es nicht nur um das Reiten als Sport geht, sondern darum, dass der Teilnehmer im Umgang mit dem Pferd pädagogisch, psychologisch, rehabilitativ und sozial in seiner Entwicklung gefördert wird. Wir haben darüber noch nicht viel berichtet, da es sich um vertrauliche Arbeit handelt. Aber irgendwann rede ich darüber mal ausführlicher, denn es ist wahnsinnig spannend, was in so einer Therapiestunde zwischen Menschen und Pferden passieren kann. Und es ist immer wieder toll zu sehen, wie das manchen Menschen hilft. Spaß haben wir dabei natürlich auch sehr oft. Ich bin mir immer am Überlegen, wie meine Therapiestunden noch verbessert werden können, vor allem für sehr kleine Kinder. Da sind unsere Pferde schon sehr groß. Also kamen wir auf die Idee, Mini-Esel in unserer Tierfamilie mit aufzunehmen und diese als Therapietiere zu trainieren. Diese Art Esel sind nur bis zu einem Meter groß. Genau die richtige Größe, damit sie ein kleines Kind umarmen kann. Und davon handelt diese Reise. Wir fahren bis nach Dublin, um dort einen Mann mit Mini-Eseln, der uns aus Nordirland entgegenkommt, zu treffen. Wir fahren so ziemlich den ganzen Morgen gen Osten, aber die Straßen sind recht gut. And we have to go. Denn irgendwann um den Mittag herum kommen wir in einer Beton- und Blechwüste an. Nicht gerade unser gewohntes Umfeld. Dann kommt aber auch schon Michael an, der uns netterweise entgegengekommen ist, damit unsere Reise nicht ganz so lange wird. Esel haben den Ruf, störrig und widerwillig zu sein. Obwohl ich noch nicht viel Erfahrung im Umgang mit Eseln habe, bin ich überzeugt, dass das nicht so ganz stimmt und viel von der richtigen Ausbildung abhängt. Ich bin mir sicher, dass sich diese Esel mit der entsprechenden Führung in zwei liebenswerte und freundliche Therapiegeschöpfe verwandeln werden. Auch wenn das vielleicht ein bisschen dauern wird. Will this do for a birthday present, Christmas present? Just have to get them home safe. I'll offer you some of that. Dann geht es wieder Richtung Westen, dem Sonnenuntergang entgegen. Dort, wo das wilde Land auf das stürmische Meer trifft und es weniger Autos und mehr Schafe gibt. Es ist schon dunkel, als wir wieder zu Hause sind, aber wir werden schon sehnlichst erwartet. Am nächsten Morgen treffen die Esel zum ersten Mal ihre Therapiekollegen. Und die wirkliche Reise kann beginnen. This is Nell and this is Flora. Like brushing wire. Never brushed a donkey before. If it was a doormat, you'd throw it away, wouldn't you, and get another one? No.
It just needs a bit of brushing. Everyday brushing. And then it'll be all silky. Like her face. All silky, all like.